Frankfurt an der Oder, an der deutsch-polnischen Grenze, wird wieder kontrolliert. Die Kontrollen stehen im Zusammenhang mit der zunehmenden Zahl nicht registrierter Grenzübertritte und dem sogenannten Visaskandal der polnischen Regierung. Offenbar wurden europäische Visa gegen Schmiergeld ausgestellt. An diesem Dienstag läuft die Frist ab, bis zu der Polen die Unregelmäßigkeiten bei der Visaerteilung vor der Europäischen Kommission erklären muss. Die Vorwürfe lauten unter anderem Einflussnahme auf eine staatliche Institution und Annahme von finanziellen Vorteilen sowie Gewährung von finanziellen Vorteilen für die Vermittlung bei der Einstellung von Angelegenheiten in einer staatlichen Institution. Journalisten entdeckten neue Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Vermittlung im Visumverfahren. Oddaliśmy pobieranie wniosków wizowych, a i pewnie Hindusi mówią częściową weryfikację, zewnętrznej firmie. Te osoby często nie trafiały, czy w ogóle nie trafiały przed oblicze konsula, czy innych pracowników konsulatu, czy ambasady. Nie chodziło o to, że ktoś konkretnie z tej firmy był wskazany, że brał dostałe pieniądze, natomiast żeby dostać się do TVS na spotkanie, żeby złożyć dokumenty wizowe, w Indiach trzeba było płacić łapówkę, tak mówią moje źródła, o równowartości około 800 euro. Firma korespondencji ze mną przyznaje, że wiedziała o takim procederze korupcyjnym i że zawsze wszystkie tego typu historie zgłaszała organom ścigania. Das Unternehmen VFS Global, das mit der polnischen Regierung zusammenarbeitet, warnt vor unehrlichen, ungeprüften Vermittlern und betont gleichzeitig, dass seine Probleme mit Mitarbeitern nichts mit den polnischen Visa zu tun hätten. We just deal with the administrative tasks, checking the forms etc. We don't get involved in visa decision-making processes. At no time since we've been working for the Polish government have any of our members of staff been arrested or investigated for any wrongdoing related to Poland visa services. There was an incident recently where some members of our staff have been accused of malpractice. That is for an operation related to another client government, and the moment we discovered these allegations, we immediately informed the local police. Der Visaskandal, aber auch die steigende Zahl nicht registrierter Grenzübertritte auf den Einwanderungsrouten, sei es über Russland und Weißrussland oder die Balkanroute, haben dazu geführt, dass alle polnischen Grenzen in diesen Tagen stärker überwacht werden. Wir haben unsere Kontrolle na odcinku słowackim, na czeskim. Mamy też nieco wzmocnione na odcinku litewskim. I oczywiście prowadzimy takie kontrole również przy granicy z Niemcami, również we wspólnych patrolach ze służbami niemieckimi. The subject of migration is one of the key themes of the election campaign. The approach to the issue and solutions proposed by politicians will have a big impact on how Poles will vote in less than 2 weeks' time. Magdalena Chodownik for Euronews from Słubice.